Das große Rad des Steins scheint uns praktisch still zu stehen. Und selbst theoretisch vermögen wir nur den Bruchteil einer Phase seines sehr langsamen Zerfalls zu erfassen. Der Stein ist dauerhafter als alles Lebendige. Den schmeiße ich weg, den brauche ich nicht. Ich habe ja viele schöne kleine Quarze. Eisenkiesel, aber davon habe ich auch ganz viele. Künstliche Schlacke. Der ist besonders, weil er viele Xenolithe hat, also Fremdlinge in der Matrix. Und der ist auch ganz schön. Ein Hornstein. Und der Silex, ein Fremdling. Und der Pflanzstock. '98 war ich in der Schweiz mit Freunden im Wallis, und zwar im Binntal, das auch berühmt ist für seine seltenen Mineralien. Und dann sind wir zusammen auf die Albrunhütte, so auf 2600 Meter etwa. Und von da aus sind meine drei Freunde noch aufs Ofenhorn, am selben Nachmittag noch. Und ich bin rumgestrichen durch die Landschaft, Felsen sah ich da und habe dann was glitzern sehen und habe mit dem Schweizer Messer da in so einer kleinen Höhle rumgeporkelt und habe ein Stückchen Gestein herausgelöst mit einem Bergkristall. Der glitzerte unheimlich schön, eine kleine Kristallnadel. Die fiel dann aber ab und war verschwunden, habe sie nicht mehr gesehen. Und dann habe ich den kleinen Stein einfach mit zur Hütte genommen und am Abend dann mit der Lupe betrachtet. Und dann sah ich, dass da ein ganz besonderer Stein zu sehen war. Der war mit Chlorit noch bedeckt, mit einem grünlichen Mineral. Das habe ich so abgeschabt und ich wusste nicht, was es war. Es war schwarz, rötlich, sehr eben, mit so Riefen. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich das in Duisburg auf einer Mineralienmesse gezeigt. Und da war auch ein Schweizer Stand und die haben gesagt, ja, es könnte eine ganz besonders dicke Rutilnadel sein. Rutil, Rut findet ein Rutil. Und das war natürlich, das wurde dann der Initialstein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Ich habe natürlich früher als Kind schon Tausend und eine Nacht gelesen. Ich hatte eine wunderschöne Ausgabe mit ganz schönen Illustrationen und da war eben die Schlange über den Diamanten zu sehen. Das Diamantental bewacht vom Vogel Roch. Und diese Geschichte hat mich so fasziniert und für mich gehören aber dazu eben auch in Ali Babas Schatzhöhle Topase und Smaragde, Rubine, die gehören alle dazu. Opale auch natürlich mit ihrem wunderbaren Schiller. Ja, die Namen sind einfach wunderschön. Der Rubin heißt ja seit alters her Karfunkelstein oder der Smaragd im Englischen Emerald. Schon solche Namen haben für mich einen Klang, also finde ich einfach wunderschön. Im Grunde ist das so dieser Märchenaspekt, der wichtig ist in meiner Sammlung.
ist die Freude, ein Juwel zu haben aus einem Märchenland oder fernem Land, wo das an den Ursprungsort kann, komme ich ja nie. Es ist im Grunde ein Surrogat dafür. Ein Traum, der sich erfüllt, indem man also das Gold oder den Diamant in der Hand hat. Ja, das kommt alles wieder. Ich glaube, je älter man wird, umso mehr Kinderträume kommen zurück. Der andere ist eben der wissenschaftliche Aspekt. Ich wollte immer mehr wissen, brauchte also Vergleiche, wollte dann auch wissen, was die einzelnen Steine bedeuten in der Mineralogie. Also das ist ein Amalachit, der ist stalaktitisch gewachsen, ne? Das ist Dioptas. Genau, und auch auf dieser schönen alten historischen Stufe. Dioptas mit Chrysokoll. Also hellblau und dieses wunderbare Grün. Da sieht man also den Diamanten, ja, in seiner rohen Form, wie er in der Natur vorkommt, ne? Also den Würfel, das ist ja ein kubisches Kristallsystem. Und er kann dann natürlich als Oktaeder wachsen. Und wenn dieser da klar wäre, die werden ja in Karat gemessen, ne? Mhm. Dann brauchte ich nicht mehr zu arbeiten. Links der Saphir, Sternsaphir, in der Mitte der Rubin, rechts der Enstatit. Das Prinzip des Sammelns ist ja, dass man vergleichen kann, dass man viele hat und dann immer sagen kann, so kann der Amethyst aussehen, aber auch so, er kann wie eine Kaktee wachsen und kann aber auch in einer kleinen Druse wachsen, in einer Geode, hier aus Ida Oberstein. Die sieht auch eben wie das Ei aus vom Vogel Roch. So im Gestein drin gewesen und dann gefunden und von Ruth erworben. Jeder Verband wechselseitig sich durchdringender Kristalle ist ein Geheimnis und verkündet eine souveräne Ordnung, gleichsam das organische Gesetz der mineralischen Welt. Ich habe versucht herauszufinden, was das Geheimnis dieser Körper ist, die solche geraden Flächen bilden, wo man denken würde, das hat ein Mensch gemacht, das hat niemals die Natur gemacht, wie hier der Pyrit eben. Das hat die Natur gemacht? Ja, das ist ein kubisches Kristallsystem, ein Würfel. Im kubischen Kristallsystem können aber eben auch Varianten auftauchen. Entweder kubisch oder als Pentagon Dodekaeder. Also du hast als Seitenfläche ein Fünfeck und das 12-mal bildet dann den Pentagon Dodekaeder, also ein Zwölfflächler mit Seitenriss als Fünfeck. Also hier sieht man auch nochmal das Fünfeck. Da hat sich aber schon wieder ein kleiner Kristall in der Fläche angesiedelt. Und das ist eine Pyritsonne, die aber, weil sie nicht genug Platz hatte, in alle Richtungen zu wachsen, eben so flach gewachsen ist. Also Pyrit kann ja in ungeheuersten, also unwahrscheinlichsten Formen auftauchen. Hier, das ist eine ganz tolle, so eine Pyrit-Schlange aus China. Ja, man kommt natürlich auf eine Frage nach der anderen. Man fragt sich, wie ist das entstanden, woraus besteht es, wann ist es entstanden, im Urknall oder wie oder was. Zirkon zum Beispiel, das ist eines der ältesten Mineralien. Das ist so alt wie die Entstehung der Welt, also 4,6 Milliarden Jahre. Mineralien entstehen ja durch Druck im Erdinneren, durch Hitze,
Wenn also zum Beispiel Magma aus der Erde nach oben kommt und sie erstarrt, und dann werden diese Gesteine, die dabei entstanden sind, nochmal gedrückt, dann entstehen durch anderen Prozesse neue Mineralien. Und wenn dieses Gestein meinetwegen verwittert und wieder in Druck kommt, entstehen die Metamorphite, also wieder neue Gesteine. Also es ist eine komplizierte Geschichte. Bis ich mal verstanden habe, was es bedeutet, dass jedes Mineral nach einem anderen Kristallsystem oder die Kristalle nach anderen 7 Kristallsystemen wachsen. Triklin, monoklin, rhombisch, orthorhombisch, tetragonal, trigonal, rhomboedrisch, hexagonal und kubisch. Es geht immer darum, gibt es eine Längsachse, die, in welchem Verhältnis steht dazu die Querachse? Also ein Körper hat ja dann, wenn er dreidimensional ist, 3 Achsen. Ne? Es erfordert schon höhere Mathematik und ein räumliches Vorstellungsvermögen, wie die Kristallstrukturen sich entwickeln und ob der Quarz nach rechts wächst oder nach links. Also es ist ganz, ganz hochkompliziert. Das sieht aus wie ein System, was dahinter steckt. Und wir haben bis heute noch nicht alles begriffen, wie einzelne Dinge entstanden sind. Und also es ist was ganz, ganz Grundsätzliches. Da, was wir sind und was die Erde ist, was unsere Zivilisation ist, kommt aus diesen Bausteinen heraus. Also ich kann immer nur staunend davor stehen und die nächste Frage kommt und ich versuche irgendwo eine Antwort zu finden. Staub wegnehmen. Staub? Staub ist ja hier. Wo ist Staub? Überall. Staub ist übrigens kein Dreck, ne? Staub, mineralogisch betrachtet, ist ja nichts anderes als Mini-Größen von Sand, Silikaten, natürlich auch organische Stoffe oder vielleicht Feldspäte. Staub ist im Grunde ein Mineral, was nur zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Deine Sammlung geht jetzt immer weiter oder bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich habe alles? Oder? Ja, die Sammlung ist ja nicht die Sammlung. Es gibt bei mir ja eben die Edelsteine. Ich habe hunderte von Steinen gesammelt und gekauft. Das Problem ist ja, dass man die nicht alle finden kann. Ich kann nicht nach Brasilien reisen, nach Mexiko, um also an die richtigen kostbaren Steine zu kommen. Es gibt die Gerölle, es gibt Geschiebe, Mineralien. Was ich eben hier so besonders finde, ist, dass man am Rhein erstmal so eine Vielzahl und Vielgestaltigkeit von Steinen findet. Ein Rheinkiesel. Man kann sogar Bergkristall finden, also Quarznadeln. Auch Amethyst kann man finden. Limonite, die bilden die bizarrsten Formen. Zum Beispiel hier die Venus vom Rhein. Kreuze, Kringel, Herzen. Achat. Das ist ja im Grunde die Welt der Edelsteine en Miniatur, ne? Es gibt Fossilien. Diese hier, das sind Belemniten, die Rostren von urzeitlichen tintenfischähnlichen Tieren, Cephalopoden. Das sind Konkretionen. Um irgendeinen Kern herum bildet sich nach und nach Schicht um Schicht. Diese wird aber durch irgendwelche Kräfte wieder zerrissen und die Risse verheilen mit Quarz. Und da bilden sich diese herrlichen Muster. Also hier sehe ich zum Beispiel ein Herz. Ein Dornenkranz, dieses untere Pärchen oder eine Brezel. Und daneben liegen die ganzen Zähne, fossile Zähne
oder Zähne von Rindern, die vor 200 Jahren in den Rhein gefallen sind. Einen riesigen Rinderzahn habe ich mal in Trier in einer Baustelle direkt neben der Porta Nigra gefunden. Also der kann auch schon relativ alt sein. Die Eigenarten der Welt, die man im Laufe der Jahrtausende für sehenswert hielt, wurden ja in Wunderkammern zusammengefasst. Und meine eigene Wunderkammer, die mache ich mir eben selber. Ne? Dazu gehören eben auch die Steine, Mineralien, aber auch selbstgemachte Objekte. Ich habe da ja so ägyptische Seelengefäße, Kanopen gefaked. Das sind Oberschenkelknochen. Hier kommt das in das Hüftgelenk und da müsste dann das Knie kommen. Natürlich sehen die bei mir ein bisschen anders aus. Und das hier ist so eine Wachsmotivgabe aus der Schweiz. Und zwar hat man, um eine gute Gesundheit zu beten, immer das passende Körperteil, also Arme, Augen und auch Kröten aufgehängt in der Kirche. Und die Kröte steht für die Gebärmutter. Und das fand ich so faszinierend, dass ich ganz viele Kröten gemacht habe. Ich wollte auch einen Nobelpreis haben. Nobelpreis in was? Ja, irgendwie was Naturwissenschaftliches. Und andererseits war es aber so, dass ich eben, weil ich sehr gern zeichnete, irgendwas mit Kunst sollte es sein. Ne? Das Zeichnen ist ja, fing ja schon ja, mit Babyalter, also mit als Kleinkind an. Und, aber das Forschen gehörte immer dazu. Das war das Erfinden und Forschen. Das sind so die Dinge, die jetzt im Alter wiederkehren. Das ist wirklich wahr. Dann bist du aber erstmal an die Kunstakademie gegangen und Künstlerin geworden. Ja, im Grunde ist ja der Künstler auch jemand, der erfindet und forscht. Ne? Und das gehört ja im Grunde zu meiner künstlerischen Arbeit dazu. Also es ist jetzt nicht dieses Sammeln, um zu sammeln, sondern Sammeln, um zu staunen, sozusagen. Ja, und Sammeln, um oder ja, eigentlich kannst du da als Künstler einpacken, wenn du siehst, was die Natur alles macht, kann. Ne? Also, aber trotzdem hast du deine Arbeiten gemacht. Ja, ja, aber lächerlich da gegenüber den Formen, die die Natur hervorbringt. Ne? Und es gibt die Artefakte. Also das ist Kupfer, leicht grünlich angelaufen, mit so einer ganz groben, tja, gestanzten Lochkette. Und wo kommt das her? Das kommt von den Ufern der Seine in der Nähe von Jumièges. Und dann sind wir an die Seine gegangen, um so ein bisschen zu picknicken. Wir haben natürlich nach Steinen gesucht, nach Muscheln gesucht. Und dann haben wir ein sehr zerquetschtes, altes Sieb gefunden und fanden das schon interessant, aber dachten, nee, das schleppen wir jetzt nicht mit. Das war so ein zerquetschter Topf und daran ein schöner Stiel mit so einer ausgeschweiften Form. Und dann habe ich gesagt, ich nehme wenigstens ein Bruchstück mit. Also es war schon so abgebrochen, dieses kleine Teilchen hier. Und später haben wir dann in Xanten, da sind ja große Ausgrabungen, da waren ja die Römer und haben eine richtige Militärstadt errichtet.
Und da haben wir solche Siebe wiedergesehen. Und dann ist uns aufgefallen, welchen Schatz wir da im Grunde vergessen haben am Strand. Furchtbar. Ich kann mich heute noch ärgern. Grauenhaft. Aber immerhin habe ich das Stückchen. Hast du dich schon mal in irgendetwas verrannt, wo du hinterher gesagt hast, so ein Unsinn? Oder? Nö, ich habe eigentlich immer sehr bewusst, natürlich, man wird total heiß, wenn man auf so einer Messe ist und die wunderschönen Dinge sieht, zum Beispiel die Achat-Sammlung. War einmal ein Thema, da gibt es dann Schwerpunkte. Dann wollte ich also möglichst kostbare Achate haben, auch von berühmten Sammlern habe ich die Stücke abgekauft. Den da, den Schrumpfi, holst du den mal raus? St. Egidien, ne? Ein großer, aber ist nur eine Platte, ja. Aber Sankt schön. Egidien. Da ist ja ein richtiger Fisch drin, ne? Was hat sie hier? Achat. Aha. Ist aus. Finde ich sehr, sehr schön. Aus Sachsen. Mhm. Davon habe ich ja einige aus St. Egidien, aber. Das wäre jetzt mal so eine Platte nur. Ne? Und manchmal kostet ein Stück, was mir gefällt, nur 2 Euro. Das kann auch vorkommen. Also die müssen mich wirklich anlachen sozusagen. In Vulkangestein entstehen beim Erstarrungsprozess Gasblasen und da fließen dann im Laufe der Jahrmillionen Wässer durch, die auch Mineralien mit sich führen und dann lagert in so einer Gasblase, lagern sich dann nach und nach in die verschiedensten Mineralien ab. Das ist also eine Theorie zur Entstehung der Achate. Das kann man sich so vorstellen, so sah diese Achat-Geode aus. Und hier sieht man schon in diesen durchscheinenden Adern, dass da was drin sein könnte. Dann hat man das aufgeschnitten und sieht hier Bergkristall. Und diese roten Adern, die können von Eisen sein oder Lepidokrit. Könnte auch rötliche Spuren bilden. Ne? Das ist hier ein ganz besonderes Stück. Man kann sogar Achate finden, wo diese Zuflüsse im Achatbild sichtbar bleiben. Ne? Und das ist sogar ein ganz besonders tolles Stück mit 2 Einflusskanälen. Ja, das ist das. Eine Achatscheibe fürs Fenster, weißt du, das mag ich nicht. Das erinnert mich an so etwas biedere Haushalte. Also eine Achatscheibe ins Fenster. Ins Fenster hängen. Sondern wenn, ja. Du willst ja was ganz anderes. Was willst du denn mit einer Achatscheibe? Das ist ja wirklich die Frage. Man legt sie einfach mal so hin. Ich habe lieber die etwas kräftigeren, die so noch zeigen, wie das so aus der Geode heraus gewachsen ist. Eher ein Block. Hm? Ja. Ein schöner, geschnittener, angeschliffen und hochglanzpolierter Block. Angeschliffen muss er sein, sonst kommt die Zeichnung. In die Farben kommen nicht so schön raus. Du darfst das Stück nicht so verändern, dass man gar nicht mehr sieht, wie es gewachsen ist, wo es herkommt. Ja, es ist von der Auffassung her jetzt eher eine wissenschaftliche, enzyklopädische, eine Art Affinität zu dieser Sammlungsmethode. Der Sachsenkönig zum Beispiel, oder? Auf der Moritzburg oben, der hatte ja dem Dinglinger einfach die Aufträge gegeben, mach mir eine Achatschale. Eine schöne Achatschale respektive ein schönes Ensemble, wo der Achat eine bestimmte Funktion in einem Kunstwerk drin, in einer Skulptur drin übernimmt. Ja. Und das hat man ja heute weniger. Und das siehst du jetzt hier kaum mehr. Aber dieser Franzose, wie heißt er nochmal? Caillon, der hat ja auf der Biennale in Venedig auch Achatscheiben ausgestellt. Und ich glaube, dem kommt es nicht darauf an, dass man jetzt sieht, wo das Stück herkommt. Sondern ihm kommt es auf die Zeichnung an. Genau, die Textur, die Struktur, die Zeichnung in dieser wunderbaren Scheibe, die Farbe. Und übrigens der Polke mit seinen schönen Kirchenfenstern in Zürich auch. Ne, der hat ja wunderbare Achatscheiben da zu Kirchenfenstern montiert. Eben, das meine ich. Es ist ja eine angewandte Angelegenheit. Ne? Da kommt ja der Achat in den Dienst einer Idee. Sind bestimmt 4, 5 große und dann noch kleinere.
Es ist ein wunderbares Kunstwerk, diese Fenster von der Wolke. Diese hier, das sind ganz stinknormale Rheingerölle. Die kommen aus dem Rhein? Mhm. Die sehen eigentlich, wenn in dem Rheinufer, sehen die so aus. Natürlich schon der hier, glaube ich, auch. Noch einer aus dem Rhein. Ein winziger roter Fleck da unten, ich weiß nicht, ob man das sieht, im Dunklen, fast schwarzen, also fast Sardonyx. Also ich habe massenweise Bims. Mhm. Der ist ganz anders. Ich bringe da dann mal einen mit. Komisch. Ja, was das? Und das, finde ich, ist mehr tonig, fast wie. Ja, stimmt. Fühlt sich an wie fester. Fühlt sich an wie Löss, aber dazu ist es zu hart. Aber mehr so ein Tonstein, so ein. Vielleicht ist es auch was Künstliches, was Gebranntes. Der ist auch schön. Der ist auch toll, ne? Oolit, ne? Mhm. Ist das jetzt ein Quarzit oder ein Sandstein? Das mit dem Sandstein ist ja auch ganz schwierig, weil aus dem Sandstein wird ja quarzitischer Sandstein nachher. Mhm. Und der Übergangsbereich, es ist ja nicht so, dass das mit Sandstein, ja, das fließend, das macht ja nicht schwupp und ist quarzitischer Sandstein. Man müsste sagen, der ist auf dem Weg dahin oder ich nehme nur die Endglieder, wo es hundertprozentig ist, aber da gibt es dann immer welche, da kann man das nicht genau sagen. Hier, der ist auch aus Oberkassel und da hast du richtig schöne, kleine, also intakte Nadeln. Ja, ne? Der ist schön. Das ist richtig schön Quarz mit Eisenerz drin. Also das braune, was ist das braune? Hämatit. Das ist Jaspis. Das würde ich auch sagen. Mhm. Der ist das, anders. Das aber da sieht man ja, der auch. Der ist ja ganz auch achatig. Ja, das ist schon fettiger, ne? Ja, ich sag immer, man muss die Steine auch streicheln. Mhm. Ich mache mit den Leuten immer so Streichelübungen. Genau. Oder zumindest mit den Leuten und den Steinen in der Hand. Manchmal sag ich immer, sind da aber die Übergänge fließend auch. Also beziehungsweise gibt es dann tatsächlich am Eisenkiesel auch oder hier dieses Teil, ne? Mhm. Ja, da würde ich sagen, ist eine typische Achatstruktur da drin. Ich meine, ist ja nicht unnormal. Guckst, dann wird der auch unheimlich vielfarbig. Ja. Gelb, rot. Und wenn man den jetzt durchsägen und schleifen würde, wer weiß, was da Tolles rauskäme. Solche sind natürlich auch immer wieder schön. Quarz mit Achat dabei. Warum bist du heute hier, Sven? Heute? Ja. Erstmal um zu gucken, was die Ruth sonst noch in ihren Schatzkisten alles hat, was ich vielleicht noch nicht kenne. Zum Beispiel habe ich dieses Stück noch nie gesehen, mit diesen tollen Turmschnecken drin. Frage ich mich auch, wo das wohl her sein könnte. Ja, vom Rhein. Vom Rhein, aber wo kommt es früher her, ne? Was ist das für ein Gestein? Jetzt müsste man jetzt also wissen, wo gibt es sowas? Wo gibt es sowas im Gelände? Ja, dann suche ich noch ein paar schöne Stücke zum Fotografieren. Und dann überlegen wir ja, was wir zusammen für ein Buch machen können über den Rhein und seine Gerölle von Quelle bis zur Mündung. Es tauchen eigentlich immer wieder neue Sachen auf. Dann lese ich so einen Artikel von diesem Altmaier, der das ja wirklich über Jahrzehnte intensiv gemacht hat und gesucht hat. Und also er hat das ja so intensiv recherchiert. Hier, das ist quasi unsere Bibel. Das ist der Einzige, der mal sowas geschrieben hat hier, ne? Rheingerölle und ihre Herkunft. Hans Altmaier. Hier habe ich doch gerade so einen Aufsatz dabei. Devonische Siderit, Sand, Steine als Rheingerölle. Mhm. So, dann beschreibt er, ich bin dann da lang gegangen. Ja, und dann ist der hier, hat er mit dem gesprochen und mit dem gesprochen. Mhm. Die habe ich noch nie so zur Kenntnis genommen. Also die sind angeblich häufig. Ich habe sofort drei in meinem Eimer gehabt. Mhm. Also auch ein eisenhaltiger Sandstein. Ja, so ein eisenhaltiger Sandstein. Mhm. Und der hat immer Quarzadern drin und schwarze Manganadern.
Und der war genauso, wie er beschrieben war vom Altmaier. Hab ich den im Eimer gehabt, hab ich sofort ein paar gefunden. Der hat zum Beispiel geschrieben, dass in Siegen und in Betzdorf, da wurde dieser Siederritter als Erz abgebaut. Mhm. Und dann, genau, den konnte man, daraus konnte man richtig Eisen gewinnen. Ja, ein Eisenerz. Der wurde da abgebaut. Man kann die oft auch sehr, sehr, glaube ich, detailliert einschränken von der Region. Wie zum Beispiel diese Siederittdinger. Da kannst du genau sagen, zack, da kommen die her. Mhm. Was ich so schön finde, ist, dass man erkennen kann, aus welchem Gebiet diese Rheingerölle kommen, wo sie in den Rhein gelangt sind, woher sie kommen, aus welchen Mittelgebirgen. Also meistens gucke ich direkt am Spülsaum, weil dadurch, dass die Steine nass sind, die Farben besser zum Tragen kommen. Man kann erstmal grob so am Ufer entlang gehen, um eine Übersicht zu bekommen. Und dann konzentriere ich mich auf einen Quadratmeter und kann dann genauer gucken. Den finde ich hier sehr interessant. Der Stein ist ja mal gebrochen und wieder verheilt. Hier siehst du ja auf diesem sehr festen, roten, kompakten dann auch nochmal so eine Art Fremdeinschluss, weiße Quarze. Und dann die Bruchstücke nochmal. Das finde ich sehr interessant. Ist das Eisen das Rote? Ja. Und das ist ein Konglomerat. Das ist also kein Terrazzo oder Zement, sondern da verbacken eben kleine Steinchen wieder zu einem großen. Der hier hat so verschiedene Flecken. So ein bisschen olivgrün und ein bisschen Vogelkacke. Der kommt auch wieder rein. Und was hast du da? Limonit, versteinerter Fluss- oder Meeresstrand. Die bizarrsten Formen können da entstehen. Feinste, eisenhaltige Sande oder Tone verbacken wieder zu einem festen Stein. Den schmeiße ich auch wieder weg. Wenn du jetzt so einen Stein findest, kannst du sagen, woher der kommt? Ja, ungefähr. Also wenn da so was Schiefriges dran ist oder Quarze, die können aus dem Rheinischen Schiefergebirge kommen. Oder Achate oder rötliche Steine kommen vielleicht aus dem Nahegebiet oder auf der anderen Seite, Odenwaldhöhe. Also Bims, Maria Lach. Wie heißt der kleine Fluss hier? Das ist doch da, wo das Kloster ist, das Schöne. Ja, genau. Eifelvulkanismus. Ne? Mhm. Hier Rheinisches Schiefergebirge, also Schiefer, Quarz. Der müsste an die Saar. Wir haben den immer Blutwurststein genannt, weil der aussieht wie Speckstückchen. Ein Stein, den man Rheinkiesel nennt im traditionellen Sinne. Schiefer gehört ins Rheinische Schiefergebirge. Buntsandstein aus dem Schwarzwald, also hier unten irgendwo. Du hast mir auch mal von Maßeiern erzählt. Ja, das sind abgerollte Feuersteine, die vor zigtausend Jahren mit der letzten Eiszeit hierher transportiert worden sind. Die letzten Vorstöße der Eiszeit sind ja hier etwa am Niederrhein, also ganz quer durch Deutschland. Und wenn du weiter südlicher fährst, dann findest du keine Feuersteine mehr, schon in Bonn nicht. Weil es diese Grenze gibt, bis wohin diese letzten eiszeitlichen Geschiebe vorangetrieben worden sind, geschoben worden sind. Herrlich, der hat eine unheimlich schöne Zeichnung mit ganz, ganz vielen Verwundungen, quasi wieder gekittet. Und hier, das ist auch ein sehr schöner Quarz, der hat durch Eisen auch so schöne rötliche Verfärbungen. Nimmst du den mit? Nee, aber den finde ich schön. Und den tue ich in meine Hosentasche. Thank you.
Steinen spreche ich, die älter sind als das Leben. Von Steinen spreche ich, die nichts weiter zu tun haben, als sich Platzregen oder Brandung, Unwetter und Zeit übers Gesicht rieseln zu lassen. Wahrscheinlich römisch. Nein, aber es kann durchaus ziemlich alt sein, weil es schon sehr abgerollt ist. Ne? Das kann durchaus aus dem 18. Jahrhundert sein. Warum nicht?